Die Klößen müssen schwimmen. Und wenn das anfängt zu köcheln, dann nimmst du es wieder zurück, dann muss es nur so noch sieden. Und dann braucht die zwei, denke ich mal, 20 Minuten. Das Kraut ist jetzt schon bissfest. Das heißt, wir werden das da auch gleich rausnehmen. Schönen Löffel Honig noch einmal. Das ist nochmal der kleine Geschmacksclou. Wenn das noch länger da drin ist, dann wird es zu matschelig. Deswegen geben wir jetzt zurück und wärmen es nur noch auf. Ein bisschen Flüssigkeit kommt noch dazu, aber das ist ein bisschen viel. So, ob man jetzt daraus den Schnaps brennen kann, weiß ich aber nicht. Du hast mir ja erzählt, dass dein Vater sich einmal in das Heimatdorf seiner Eltern begeben hat. Magst du uns darüber was erzählen? Ja, die Frage ist, was wissen wir darüber? Also aus den Erzählungen weiß ich natürlich, das Haus selber hatte er als kleiner Junge natürlich kennengelernt, auch das Drumherum. Er hat sich allerdings im Vorfeld, bevor er, also mit meinem Patenonkel und noch zwei anderen, die auch so den deutschen Hintergrund hatten, haben sich also im Rahmen des Prager Frühlings Richtung Tschechische Republik, damals Tschechoslowakei, begeben und haben also die entsprechenden Orte alle aufgesucht. Also das war schon eine Rundreise. Und natürlich, in einem Fall ging es auch nach Neudeck, zu diesem Haus, wo er aufgewachsen war. Also irgendwie rein kam er nicht. Der Hintergrund ist der, 1946 hat ein Schlesier, interessanterweise, der eine Tschechin geheiratet hatte und da bleiben durfte oder musste, das kann man so und so interpretieren, der hatte das Haus übernommen. Ja. Und der blieb auch drauf und auch bei unserem letzten Besuch war er noch am Leben. Ja. Also, aber selbst als ich mit meiner Tante da war, gut, die durfte mal aufs Grundstück, ne, also, aber so mit Vorsicht, ja. Also es kommt ja immer wieder darauf an, bei wem man dann so unterwegs ist oder mit welchen Leuten man zu tun hat. Dem Schlesier war es, ich gehe mal davon aus, war es auch ein bisschen peinlich, ja. Denn er wusste ja, er kommt da rein, wo andere rausgeschmissen wurden. Und er war ja selber aus Schlesien vertrieben. Also diese Verwicklung, die wollen wir echt nicht mehr haben. Ja, und dann waren wir also vor Ort und er hat Neudeck also gut besucht, hat auch viele alte Stellen wohl aufgesucht, so wie ich das verstanden habe. Er selbst hat es mir eigentlich nicht mehr erzählen können, er ist 1989 schon verstorben. Aber mein Patenonkel war da doch ein bisschen redefreudiger und hat da dazu berichtet. Also von daher wusste ich, dass die schon mal drüben waren, vor der Wende. Und nach der Wende wurde es natürlich auch interessant. Ja. Da müssten wir eigentlich mal rüber, aber schade, also die Oma und die Großtante sind nicht mehr rübergekommen. Dann ein paar Jahre später haben wir dann aber als Sippschaft quasi gesagt, nee, jetzt fahren wir doch mal rüber, das muss mal sein. Und da waren wir mit 12 Personen unterwegs, im ersten Haus am Platze abgestiegen bei der Anna. Und hat sich gut ergeben. Jawohl, jetzt kriegen wir das Ding auch hin. Jetzt fahren wir natürlich schön zurück, die Temperatur, denn muss nur noch sieden. Was weißt du denn über die Vertreibung deiner Großeltern und die deines Vaters? Ja gut, das war der erste Transport, der aus Neudeck wegging. Und aus welchen Gründen auch immer landete dieser Transport im Raum Schlüchtern. Also eigentlich sollte die Masse ja tatsächlich ins Bayerische, aber einige wurden umgeleitet. Das hing auch damit zusammen, dass die amerikanischen Besatzungsbehörden gesagt haben, wir kriegen so und so viele Leute jetzt nicht unter. Ja? Also muss auch mal umgeleitet werden. Das hat einige Transporte betroffen.
Und dieser eine, da kam also eine Truppe tatsächlich im vertriebenen Lager Modgas. Das war vorher ein Reichsarbeitsdienstlager. War jetzt natürlich quasi frei und da hat man die Leute reingebracht. Über weitere Details, also was die Verteilung anging, da wurden Familien natürlich entsprechend zugeordnet in die entsprechenden kleinen Ortschaften. Das ist ja verhältnismäßig sehr stark ländlich geprägt da oben. Und meine Truppe kam dann nach Altengronau. Und da sind auch einige Heimatvertriebene auch hängen geblieben. Das ist, war nämlich nicht unbedingt Sinn der Sache. Also da, wo ich jetzt wohne, in Majos, da kannst du sie an der Finger abzählen. Also im Prinzip, die wirklich von damals da geblieben sind, zwei oder drei. Aber nicht mehr. Warum? Die sind weggezogen. Denn du hattest keine Arbeitsplätze, du hattest keine Möglichkeiten, Auskommen dauerhaft zu erwirtschaften und sind die eben halt entsprechend dann weg. Ja. In Altengronau sind sie geblieben, da gab es also eine große Firma mit Marmor und Granit, die Firma Gehrhäuser, leider 82 in die Pleite getrieben, aber da kamen viele unter und da sind deswegen auch viele geblieben. Also unter anderem auch mein Vater, der hat dann mal Elektriker gelernt, ja, und war dann trotzdem auch in dieser Firma, das gehörte sich. Und war auch wirklich sehr angenehm. Ja. Im Vorgespräch hast du mir vom Neudecker Heimattreff in Hanau erzählt. Was hat es denn damit auf sich? Ja, es gibt das kleine Neudecker Treffen. Natürlich in Corona-Zeiten ist es ausgefallen, dummerweise. Aber da kommen die Neudecker zusammen, die im Raum Hanau und bis nach Schlüchtern eben da gelandet sind. Also das hängt auch mit diesem einen Transport zusammen, dass die viele ja auch Richtung Hanau dann weggegangen sind. Und da trifft man sich tatsächlich immer noch im, also jetzt nicht riesig illustren Kreis, aber zuletzt tippe ich immer, was waren es, 25, 30 Leute kamen noch zusammen und haben halt nochmal ein bisschen ausgetauscht mit neuesten Neuigkeiten oder Verwandtschaftsbeziehungen. Und da kommt halt unser einer, also ich war dann als Landesobmann und habe gesagt, hier, das ist jetzt mal dringend wichtig, ich muss da schon mal hin, gell? Also die Verbindung ist schon voll da. Und es war natürlich auch großes Hallo im Sinne von, ja, woher? Und ach, die leben jetzt, ja, logisch, kennen wir. Und das Krankenhaus, oben drüber und alles klar. Ne? Man merkt, die kennen sich da aus. Und zum Glück kannte ich mich auch aus, ja. Es gibt natürlich andere Fälle, das muss man auch sagen. Wenn da jemand hinkommt und weiß eigentlich zunächst nur, ja, ich habe da irgendwie Verwandtschaft, das ist vielleicht wenig. Also natürlich, man kriegt vieles mit. Da werden auch Fotos gezeigt und was alles. Ja, und auch nach Familienverbindungen gesucht. Das ist eine sehr interessante Sache und ich werde, also wenn es wieder stattfindet, dann werde ich natürlich auch wieder vor Ort sein. Und es gibt ja immer noch Leute, also ich will immer so aus dem Nähkästchen plaudern, also wenn ich bei mir bin, in der Schule mal rumschnupper und da werden immer die Stammbäume gezeigt, ja, da siehst du, naja, sind nicht wenige, die dann mitkriegen, ach so, oder andere, die dann sagen, ja, ich kenne den Ort, dann sage ich, ich kann dir sagen, wo das liegt. Ich meine, ich kenne mich natürlich ein bisschen aus, nicht nur im Sudetenland, auch Ostpreußen oder Schlesien, Pommern, auch gut auf sogar Siebenbürgen. Und jetzt natürlich auch ganz besonders in der Wolga-Republik. Also insofern mit den Russlanddeutschen habe ich natürlich auch was zu tun. Was würdest du den jetzigen und nachfolgenden Generationen mit auf den Weg geben? Was ist dir wichtig? Keine Angst vor der Vergangenheit und vor den Wurzeln zu haben. Denn ich sehe es ungefähr so. Stellen wir uns mal vor, in New York kommen Leute zusammen, die haben allen Mac im Namen. Ja? Und die treffen sich natürlich auch, warum? Das ist schottische Landsmannschaft. Die können auch sagen, ich bin so ein bisschen stolz auf diese Wurzeln. Ja? Und warum sollte das für einen Sudetendeutschen nicht der Fall sein? Ich halte es sogar für eine besonders gute Sache zu sagen, okay, ach, wo kommst denn du her? Ah, Neudeck, ja klasse. Das verbindet sogar interessanterweise. Aber ich sage, bleibt stolz drauf, denkt an die Wurzeln. Ihr kommt aus Böhmen und Mähren, ja. Mein Gott, das ist doch fein. Warum denn?